Es sind lange, sehr lange Garfahrten, die wir während unserer Bildungsreise in der Türkei im Herbst 2019 unternehmen. Lange, auch ermüdende Reisestunden. Von Nevşehir in Kappadokien, dem zentralen Hochplateau am westlichen Rande des Taurus, bis Ephesus, eine der wichtigsten archäologischen Orte in der Türkei, an der Ägäischen Küste gelegen, in der Nähe der modernen Stadt Pusadase, sind es ungefähr 800 Kilometer. Je näher wir uns entlang des großen Mäanders der Ägäischen Küste nähern, umso fruchtbarer wird die Landschaft mit vor allem Olivenbäumen und sogar Palmen. Unübersehbar sind überall die Moscheen mit ihren spitz in den Himmel ragenden Minaretten. Wie auch sonst in den Städten, wie zum Beispiel in Konya oder in Sultanhani, wo die wunderschöne historische Moschee der Karawanserei angebaut worden ist. Das Christentum, das in Kleinasien wie die Türkei epocheübergreifend genannt wird, einst ihr östliches Zentrum hatte, ist im Verlauf von 800 Jahren, seit den ersten arabischen Einfällen im 7. Jahrhundert, bis zum Fall von Konstantinopel 1453 auf ein paar Kirchen zusammengeschmolzen. Wie zum Beispiel diese Kirche in Konya, eingezwängt in das städtische Bild. Hier, wie auch in ein paar wenigen anderen von ihnen, kann unser Reiseleiter, Christian Ruttishauser, einen Gottesdienst feiern. Als unsere türkische Reiseleiterin den Schlüssel für eine geschlossene kleine Höhenkapelle an unserer Reiseroute organisiert, ergreift Christian Ruttishauser die Gelegenheit zu einem improvisierten Gottesdienst. Es ist für alle ein berührender Moment, in diesem schlichten Raum, gleichsam abgekehrt von der Welt, den Gottesdienst zu feiern, der Predigt zuzuhören und selbst ein Lied zu singen. Sie wollen ja Räume sein, die uns geistlich erheben, die uns letztlich in ein Lob hineinbringen, die letztlich eben Gott feiern. Ich staune über die Akustik in diesem Raum, wie kräftig die Stimmen klingen und gehe davon aus in diesem Fall, dass auch das sehr bewusste. Christian Ruttishauser ist der Leiter unserer Bildungsreise. Er ist der amtierende Provinzial des Jesuitenordens in der Schweiz und wirkt neben der Universität Zürich, wo er als Spezialist für das Judentum lehrt, auch im jesuitischen Bildungszentrum La Salle House in Bad Schönbrunn in der Nähe des Zugesees mit. Es ist denn auch diese Bildungsstätte, welche unsere Reise veranstaltet. Christian führt uns auf eine Spur von archäologischen, dem langen vergessenen, entrissenen Orten, welche als Städte im Römischen Reich in der Blüte gestanden und dann in der Zeitepoche von Byzanz christianisiert worden waren. Die Wahl dieser Orte ist bestimmt durch eine Mischung, nämlich den Reiserouten des Apostel Paulus und den modernen touristischen Hotspots. Der Ausgangspunkt ist Kappadokien, welches wegen seiner einmaligen, vom Tuff geformten bizarren Landschaft einerseits ein erstklassiges touristisches Ziel ist und andererseits dank seinen Höhlen, verbunden zu Felsenburgen, Untergrundstädten und Hofgevierten, ein einmaliges Zeugnis der byzantinischen Vergangenheit darstellt. Deshalb und nicht weil Paulus in Kappadokien war, beginnt unsere Reise in Nevşehir, was archäologisch gleichbedeutend mit Göreme, dem eindrucksvollen Tal der Mönche, ist. Antiochia ad Pisidium, unser zweites archäologisches Ziel, wo Paulus eine jüdische Gemeinde besucht hatte, heute gelegen in der Nähe der Stadt Yalvaç,
war des Apostels erste wichtige Station nördlich des Taurusgebirges gewesen. Von einem touristischen Hotspot kann keine Rede sein. Nur wenige Besucher verlieren sich in den eher spärlich anmutenden Ruinen. Denn wohl nur weniger ist bekannt, wie interessant die Geschichte dieser Stadt ist. Sie dürfen also gespannt sein. Hierapolis, unser dritter archäologisches Ziel, war eine hervorragende römische Stadt gewesen. Deswegen und weil sich hier die berühmten schneeweißen Travertin- und Kalkkaskaden als atemberaubende Kulisse befinden, fiel die Wahl auf diesen Ort. Zu einem Badevergnügen in den heißen Bädern von Pamukkale reichte unsere Zeit leider nicht aus. Ephesus, unser viertes archäologisches Ziel, war im Römischen Reich eine der wichtigsten Städte gewesen, sei es als Regierungs- und Verwaltungszentrum, sei es als Handelsstadt und Flottenstützpunkt, letzteres, weil es damals direkt am Meer gelegen war. In allen Epochen war es zudem auch ein hervorragendes religiöses Zentrum gewesen und auch Paulus war zweimal hierher gereist. Soweit also der einleitende kurze Überblick über die wichtigsten archäologischen Stationen auf unserer Reise auf den Spuren der römisch-christlichen Kultur. Der periphere Stadtteil Fener ist vom Zentrum Istanbuls ungefähr 5 Kilometer entfernt. Dort befindet sich die St. Georgskathedrale und im Zentrum selbst die Hagia Sophia. Wohl nichts könnte besser verdeutlichen, welche Stellung dem Christentum in der islamisch geprägten Türkei zukommt. Die kleine St. Georgskathedrale ist der Sitz des ökumenischen Patriarchen von Istanbul. Als Kathedrale ist sie im Nachgang zum Fall von Konstantinopel an den Islam 1453 zu einer Art Mini-Ersatz für die Hagia Sophia geworden. Heute ist die christliche Kultur praktisch ausgelöscht. Christen aller Schattierungen machen nur noch 100.000 oder 0,15 bis 0,2% der Bevölkerung aus. Bei unserem Besuch treffen wir auf eine schmucke kleine Kathedrale. Der Sitz des Patriarchen umfasst daneben noch eine Bibliothek und Verwaltungsräume, alle gegen den einen Innenhof gerichtet. Der byzantinische Doppeladler erinnert an die Teilung des Christentums im Jahre 1054. Der Adlerkopf nach links symbolisiert Rom, jener nach rechts Konstantinopel. Das Kreuz und der Globus repräsentieren das damalige römisch-byzantinische Reich. Uns empfängt Bartholomäus I., der eloquente, fließend englisch sprechende Patriarch, lässt nicht erahnen, in welch prekärer Lage er selbst sich befindet. Der türkische Staat macht ihm den Titel ökumenisch streitig, da dies einem universalen Anspruch gleichkomme. Die Grauen Wölfe hatten einen Anschlag auf ihn geplant und 2,5 Millionen Türken hatten in einer Petition schon dessen Landesverweisung verlangt. Der Patriarch lässt uns allen ein Bild seiner Zusammenkunft mit Papst Franziskus schenken. Auf der Rückseite prangt über seiner Unterschrift sein Wappen, ein reich verziertes byzantinisches Kreuz, umrahmt von seinem Titel ökumenischer Patriarch. Der Innenraum der Kathedrale ist reich verziert, wirkt aber etwas düster. Doch der Patriarch muss mit Sorge auf die weitere Existenz des Christentums blicken. Einmal ist das einzige theologische Seminar 1971 geschlossen worden. Andererseits verliert ein türkischer Staatsbürger, der sich dann im Ausland zum Priester ausbilden lässt, eben seine Staatsbürgerschaft, sofern er in die Türkei als Priester zurückkehrt. Und drittens sind ausländische Priester in der Türkei nicht zugelassen, da ein christlicher Geistlicher eben ein Türke sein muss.
Es war ungefähr 7000 vor Christus, als in Zentralanatolien der Vulkan Hasandai, zu Deutsch Hassans Berg, derart heftig explodierte, dass die dadurch ausgelöste Erschütterung die Umgebung schlagartig umgestaltete. Die gewaltige Eruption riss tiefe Gräben auf, wie zum Beispiel jenen, der später zum Ilharatal wurde. Heute lockt dieses Tal mit seinen schroffen, steil aufragenden Felsenwänden zahlreiche Touristen an. Auch unsere Reisegruppe ließ sich diese Wanderung nicht nehmen. Zudem bedeckte der Aschenregen die gesamte Erde von Kappadokien mit einer Schicht aus sogenannten Pyroklasten, das heißt Gesteinstrümmern, welche sich infolge des eingeschlossenen Gases zu einem weichen Gestein, dem sogenannten Tuffstein, entwickelte. Durch weitere Ausbrüche aus den zahlreichen Vulkanen von Kappadokien, durch Erosion, das heißt Verwehung, Verwitterung, entstand so eine neue Landschaft, die sich für die Menschen, die überlebten bzw. in die Gegend dann einwanderten, als Wohltat erwiesen. Der Tuffstein bot ihnen eine besonders leichte Art, sich daraus Hohlräume aller Art herauszuhauen. Es entstanden auch gemeinschaftliche Wohnstätten, sogenannte Felsenburgen, wie jene beispielsweise von Uchisar. Dieser höhlenartige Siedlungsort besteht aus einem Hügel, von dem eine separate Felsspitze absteht. Uchisar heißt demnach auf Deutsch die Spitze Burg. Noch heute hat es viele verfallene Teile. Doch es gibt auch moderne Häuser und restaurierte Höhlenwohnungen, wie zum Beispiel dieses gemütliche Hotel mit dem Balkon. Nicht alles Tuffgestein wurde bewohnt. Bizarr schön sind die Felsnadeln. Die Erosion hat das Gestein zu diesen eleganten Formen geschliffen. Wo die oberste, verkohlt gebliebene Gesteinsschicht lag, entstanden nicht einfach Nadeln, sondern Kamine, englisch Fairy Chimneys, was sich mit Feenkaminen oder einfach Märchenkaminen übersetzen lässt. Diese Nadel erweckt den Eindruck, von Menschenhand geschliffen worden zu sein. Und dieses Märchenkamin wirkt in dieser Gruppe wie ein richtiges Kamin. Vielleicht war es wegen den stolz majestätisch wirkenden Tierkaminen, welche diese dicke, etwas klobige Nadel trägt, dass ein Mönch sie zu seiner Klause aushöhlte. Er gab ihr den Namen Sirion, seinem syrischen Vorbild, wo dieser als Säulensteher gelebt hatte. Hier in Kappadokien ermöglichte es natürlich die Natur den Nachfahren der syrischen Säulenheiligen, ihre Abgeschiedenheit innerhalb der Säule zu suchen und nicht obendrauf. Manche Mönche, wie zum Beispiel Onophrius, lebten völlig anspruchslos. Und der brachte es posthum sogar bis zum Stadtheiligen von München. Das mönchische Leben war zielgerichtet, unter anderem auf den Jüngsten dahin, weshalb die Mönche ihr eigenes Grab anlegten, wie zum Beispiel in diese Grabhügel. Nicht nur ganze Dörfer wie Uchisar oder asketische Mönche allein wohnten in den Steinen, sondern auch kleinere Wohngemeinschaften. Und die Taubenschläge waren ebenso als Wohngemeinschaften in den Höhlen, aber sie dienten natürlich als Vorratsspeicher. Kappadokien gab es aber noch eine weitere aus den Felsen herausgehauene Wohnformation.
Noch heute kann man bei Orta Hashir das private Hofgeviert Halatsch Monastir besichtigen. Es handelte sich um eine private Villa eines reichen Gutsbesitzers fernab vom Getümmel der größeren Felsburg Orta Hashir. Es war eine reine Parterrewohnung, die sich über die drei Seiten des Felseinschnittes erstreckte. Und in diesem Einschnitt befand sich ja auch der Garten. Der Gutsherr fühlte sich offenbar in dieser kesselähnlichen Anlage sicherer als in einer mehrstöckigen Felswohnung. Zudem waren die Hohlräume auch im Felsen drinnen miteinander verbunden, wie diese Skizze zeigt. Ebenfalls in dieser Skizze erkennt man einen Raum mit zwei Säulenreihen. Er befindet sich in der Achse. Dabei handelte es sich nicht etwa um die Privatkapelle eines Adligen, sondern der dreischiffige Saal mit den farbigen Kapitelen auf den Säulen diente ihm als Repräsentationsraum. Die grauen, sonst eintönigen Außenfassaden waren nicht nur räumlich gestaltet, sondern immer wieder mit farbigen Malereien verziert. Also, wir gehen sofort in diese christliche Geschichte rein, obwohl hier noch so vieles zu erzählen gibt. Ich werde Ihnen so ein... Görene, genauer gesagt, das Freilichtmuseum von Görene ist der touristische Hotspot von Kappadokien. Hier befindet sich das Ende eines Tales und formt einen riesigen Kessel. Im oberen Teil, wie diese Skizze zeigt, wurden insgesamt 9 Hohlräume zu sakralen Räumen, Kirchen ausgestaltet. Dass hier eine Klostergemeinschaft lebte, zeigt sich nicht nur an dieser Vielzahl von Kirchen, sondern auch an den zahlreichen Refektorien oder Trapeza. Das waren Speisekammern, als Hauptsache ein Steintisch, rundherum Steinbänke, wie zum Beispiel jene Kammer vom Geikli-Kloster im Sogandli-Tal, welches ein besonders schönes Beispiel dafür ist. Doch die dunkle Kirche, türkisch die Çanakkale-Kirche, ragt aus allen höheren Kapellen hervor. Man erreicht sie nur über eine schmale Treppe. Oben angekommen, trifft man auf eine in das Gestein gehauene Außenfassade, welche den Eindruck von Bögen und Säulen erweckt. Die äußerst raren kleinen Fenster lassen nur wenig Licht in den Raum, weshalb man ihr eben den Namen Dunkle Kirche gab. Farblich ist diese Fassade mit zahlreichen byzantinischen Kreuzen geschmückt. Nachdem das Kloster irgendwann mal aufgegeben worden war, nisteten darin die Tauben, zum Glück, denn ihr Kot beschützte die Fresken, bis sie 1925 vom französischen Jesuiten Guillaume de Cherpignan entdeckt und beschrieben worden waren. In der Folge wurde die Kirche renoviert, was man manchmal am unterschiedlichen Tonus der Fresken merkt, wie diese beiden Beispiele deutlich zeigen. Besuchen wir nun das Innere der dunklen Kirche, der Çanakkale-Kirche. Sie ist deshalb einzigartig, weil die Wände, die Decke, die drei Kuppeln sowie die Säulen vollständig, ohne irgendeinen Flecken freizulassen, mit Bildern aus dem Leben Jesu und seiner Mutter Maria geschmückt sind. Normalerweise ist in der christlichen Kirche nur der Altarraum so reich ausgestaltet. Diese Kirche war um 1200 entstanden, als die Säulenkirche für eben diese Mönchsgemeinschaft gestiftet wurde, wo jeder Mönch gleichberechtigt an der Nähe zu Jesus und Maria teilnehmen konnte. Zentrum dieses sakralen Raumes steht die göttliche Figur Jesus, weshalb er gleich dreimal in den drei Kuppeln zu sehen ist. Zwei davon sehen wir hier. Mit diesem den ganzen Kirchenraum ausfüllenden neutestamentarischen Bildprogramm sollte die Allgegenwart Gottes zum Ausdruck gebracht werden. Und man spricht von einem begehbaren Raumbild.
Sehen wir nun uns einige Bilder und Figuren im Einzelnen an. Die Geburt von Jesus, dargestellt oben als Jesus im Mutterleib, der dann in einem Wasserbecken badet. Und diesem ganzen Schauspiel schaut der bärtige Mann wohl Josef etwas nachdenklich zu. Dann die zum letzten Abendmahl um Jesus versammelten Apostel. Nachdem Jesus ans Kreuz geschlagen und dort gestorben und wieder von den Toten auferstanden ist, sendet er seine Apostel zur Mission aus. In diesem einzigartigen Raumbild sind aber auch die vier Evangelisten zu sehen. Und aus dem Alten Testament findet auch Abraham, der Stammvater der Juden, seinen gebührenden Platz. Wenn wir nochmals zum Bild von der Aussendung der Apostel zurückkehren und genau hinschauen, sehen wir zwei kleinere Gestalten am Boden. Bei diesen handelt es sich um die Stifter der Kirche, denen ein Ehrenplatz eingeräumt worden ist, während sie selbst am Boden kniend und vornübergeneigt Jesus ihre Ehrerbietung erweisen. Der mit Säulen ausgestattete Höhlenraum als Kirche, wie wir sie hier als Skizze sehen, vorgelagert ist ein Nebenraum mit einer Grabkammer, wo wahrscheinlich die Stifter bestattet worden waren. Wie bereits erwähnt, kann der Tuffstein leicht bearbeitet werden. In eine Felswand kann schnell ein Hohlraum gegraben werden, wie zum Beispiel diese Kapelle im Ilharatal zeigt. Sie befindet sich ziemlich weit oben und war deshalb nicht so leicht zugänglich. Auch ein Felshügel kann relativ schnell in ein Wohnhaus mit allem Drum und Dran umgestaltet werden. Man nennt dies alles die negative Architektur. Wie bereits gezeigt, galt dies für das private und gemeinschaftliche Wohnen, sei es säkular oder religiös gewesen. Höhlen wurden nicht nur auf Bodenhöhe in den Fels gegraben, sondern auch in die Höhe. Und so entstanden eigentliche Wanddörfer, wo es wie in Hochhäusern einzelne Stockwerke gab, die im Innern durch Gänge und Treppen miteinander verbunden waren. Da stellt sich die Frage, ob diese Höhlenwohnungen nicht auch als Schutzraum gegen Räuber und sogar Invasoren gedacht waren. Vorreiter, um Sicherheit zu gleichen, weil... Dass die Mönchsgemeinschaft Göreme für das Graben ihrer Felskirchen, Speisekammern und wohl auch Wohnräumen gewählt hatte, war sicherlich auch der Schutzwirkung des talabschließenden Kessels zu verdanken. Dass dann zum Beispiel, wie die dunkle Kirche zeigt, noch die Kirche selbst versteckt worden war, zeigt sich daran, dass die deckende Felswand abgebröckelt ist. Es gab auch andere Kirchen, von denen sogar die sakralen Haupträume selbst durch den Absturz der Felswände bloßgelegt worden waren. Nicht nur der Vorraum wie bei der dunklen Kirche. Kaimakli ist ein weiterer touristischer Hotspot in Kappadokien. Der Zugang zu dieser sogenannten Untergrundstadt oder Underground City ist überstellt mit farbenfrohen Souvenirshops. Dabei geht es lebhaft zu und her. Wobei die Bezeichnung Untergrundstadt nicht ganz zutreffend ist, weil die auf mehrere Etagen verteilten Schlaf-, Aufenthaltsräume und auch Burats Speicherkammern nicht für den dauernden Aufenthalt gedacht waren. Es waren vielmehr Fluchtanlagen. Heute würde man sagen, eine Mischung aus unterirdischer Wehr- und Zivilschutzanlage. Unser eigener Besuch in dieser weltabgeschiedenen, toten, stillen Welt zeigt, dass es da nicht gerade gemütlich gewesen sein konnte. Dank dem elektrischen Licht ist es für uns wenigstens überall hell. Aber das Bücken, das Hinab- und Hinaufsteigen in den engen Gängen bleibt uns ebenso wenig erspart wie den Kappadokien
in ihren vergangenen Zeiten. Wenigstens müssen wir nicht Fackeln vor uns hertragen. Aber da ist es auch keine schlechte Idee, sich hier und da auf dem eigenen Stuhl ausruhen zu können. Als wir schließlich dieses unterirdische Labyrinth verlassen, lässt es sich keiner von uns nehmen, das eigene Konterfei in Form eines kleinen Knellers als Erinnerung nach Hause zu tragen. Sogar im Zeitalter der digitalen Fotografie hat diese Überraschung nichts an ihren Anziehung verloren. Die Underground City Kaimakri war nur eine der zahlreichen unterirdischen Fluchtanlagen Kappadokiens. Allein in der Provinz Nevşehir hat man deren 73 ausgemacht. Die größte Anlage ist jene von Derinkuyu, nicht weit weg von Kaimakri. Genau gesagt sind dort ein ganzer Cluster festgestellt worden. 4 sind in dieser Karte eingezeichnet. Ausgangspunkt und Lebensader war ein bis zum Grundwasser vorgetriebener Tiefbrunnen. Derinkuyu heißt ja auf Deutsch auch der tiefe Brunnen. Ohne Wasser kein Überleben im Versteck. Das Labyrinth von Wohnräumen, Vorratskammern, sakralen Einheiten und sogar Ställen probierte sich um diese Achse, horizontal, nach links und nach rechts und vertikal in die Tiefe. Natürlich alles verbunden durch ein System von Gängen und Treppen. Derinkuyu hatte nicht weniger als 7 Stockwerke. Es gab auch Fluchtanlagen mit mehreren tiefen Brunnen nebeneinander. Oder solche mit der Achse horizontal in den Berg oder Hügel hineingetrieben. Und der Fantasie von Zeichnern und Modellbauern sind keine Grenzen gesetzt, sich dieses mehrstöckige Gewirr vorzustellen und sogar mit Leben zu erfüllen. Wie man von der Staumauer sagt, sie sei so stark wie ihre schwächste Stelle, so hing dieses kollektive Versteck baulich davon ab, wie heimlich die Zugänge angelegt waren. Hier sind die Ruinen eines Hauses, in welchem sich der Zugang versteckt hatte. Wenn es aber dann doch gefunden wurde, so hing das Überleben davon ab, ob und wie die Zugänge gesichert werden konnten. Dazu hatten die Kappadokier das Rollsteinsystem erfunden. Dieser massive, mit einem Guckloch versehene Stein war neben dem Eingang platziert. Er konnte von dort eine Nische sofort und jederzeit so zur Seite gerollt werden, dass er den Eingang vollständig versperrte. Dabei war er innen auf beiden Seiten so wieder in eine Art Nische geklemmt, dass er von außen auch nicht in die Richtung des Eingangs verschoben werden konnte, auch wenn dazu die Manneskraft ausgereicht hätte. Zusätzlich konnten die Verteidiger die Angreifer mit Speeren attackieren, sei es durch das Guckloch, sei es von oben, ebenfalls durch ein Loch. Ein Zugang war nicht nur durch einen Rollstein gesichert, sondern durch mehrere, die hintereinander tiefer drinnen gestaffelt aufgestellt worden waren. Wenn wir uns das Verteidigungssystem noch genauer anschauen und uns vorstellen, die Angreifer hätten den Eingang Y entdeckt und es gelinge ihnen, dort einzudringen, dann stoßen sie bereits wieder auf einen massiven Rollstein mit den schwer bewaffneten Verteidigern dahinter bei W. Falls auch diese Sperre fällt, können sich die Verteidiger in den Raum V zurückziehen. Und so weiter und so fort. Der blaue Weg zeigt dann, dass sich die Verteidiger bis zum weitest entfernten Zugang zurückziehen können. Natürlich können sie auch vorher aus der Anlage flüchten, falls notwendig. Dieses System zeigt gleichzeitig, dass die Fluchtanlage auch ein durchdachtes Belüftungssystem hatte. Dazu kam auch frische Luft durch die Tiefbrunnen, selbstverständlich. Sollte es also den Angreifern gelingen, zum Beispiel Feuer zu legen, so droht noch lange kein Erstickungstod. Obwohl diese unterirdischen Fluchtanlagen perfekte Überlebensmöglichkeiten boten, war es doch für die Bevölkerung äußerst mühsam, lange in dieser dunklen Welt zuzubringen. Dass sie doch notwendig waren, deutet darauf hin,
dass es in Kappadokien nicht genügend befestigte Städte gab, wo das Leben immerhin an der frischen Luft weiterging, solange der Feind sie bedrohte. Doch wer hat sie gebaut, die Underground Cities? Diese Frage kann naturgemäß nur mangelhaft beantwortet werden, weil auch sie zu der sogenannten negativen Architektur gehören, kann ihr Alter nicht bestimmt werden, da es sich um das immer gleiche Baumaterial, nämlich den Tuffstein, handelt. Man kann ihr Alter also nur anhand der Malereien, allfälligen Überresten von Toten oder Gegenständen bestimmen. Hinzu kommt die Art sakral genutzter Hohlräume. So nimmt man zum Beispiel an, die dunkle Kirche in Göreme sei um das 12. Jahrhundert nach Christus in seiner jetzigen Ausgestaltung entstanden. Der Stifter zu Füßen von Jesus deutet auf einen seldschukischen Höfling hin, und die Seldschuken waren damals bereits in Kappadokien. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wer da in den Höhlen gelebt bzw. Zuflucht gewonnen hat, muss man wissen, wer die Siedler in der Zeitenfolge waren. Blicken wir also kurz in die Geschichte zurück. Dabei gehen wir lange in die Geschichte zurück, nämlich bis ins 17. Jahrhundert vor Christus. Damals war der Nabel der Welt der sogenannte fruchtbare Halbmond. Darunter versteht man das Gebiet von Mesopotamien, welches zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris liegt, dem heutigen Irak, bis zur Westküste des Mittelmeeres, das heißt der Levante, wo der Libanon, Israel und Palästina liegen. Im 17. Jahrhundert war dieses Gebiet in zahlreiche Herrschaftsräume aufgeteilt, bis sich dann unter dem Herrscher Hammurabi das babylonische Großreich durchsetzte. Die Hauptstadt war Babylon oder anders das legendäre Babylon, wo gemäß der Bibel die Bewohner einen so hohen Turm bauen wollten, dass dies Gott missfiel und er die Fertigstellung verhinderte, indem er einfach die Kommunikation unterband. Er ließ nämlich den Mund der Menschen so viele Sprachen sprechen, dass keiner mehr den anderen verstand. Neben dieser Bauruine entstand in jener Zeit aber auch der sogenannte Codex Hammurabi, eines der ältesten Gesetzeswerke der Menschheit. Der Text ist dieser Stele eingraviert. Das kleine Asien, Anatolien, war im 17. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vor Christus in dieser geopolitischen Konstellation bloß eine unbedeutende Randregion. Es existierten dort einige kleine Fürstentümer, unter anderem jenes von Hattusa, aber genau das war die Keimzelle des späteren Großreichs der Hethiter. Im 13. Jahrhundert vor Christus hatte sich das Hethiterreich in Kleinasien schon ziemlich verfestigt. Es war nun mit seinem Stammland und der von dort beeinflussten umliegenden Teile, welche auf der Karte gelbbraun schraffiert sind, in Kleinasien eine Großmacht. Neben den Assyrern und Babyloniern, die im heutigen Syrien und Mesopotamien lagen. Die Hauptstadt der Hethiter war Hattusa. Sie befand sich nordöstlich von Kappadokien. Es war eine reiche Stadt, unter anderem ausgestattet mit Tempeln, im 12. Jahrhundert dann zerfiel das Hethitische Reich und löste sich in eine Reihe kleiner, autochthoner, demzufolge schwacher Völker und Fürstentümer auf. Es dauerte dann bis ins 6. Jahrhundert vor Christus, bis Anatolien wieder von einem Großreich erobert wurde, nämlich von der persischen Dynastie der Achämeniden. Eine ihrer prachtvollsten Königsresidenzen war in Persepolis, welches im heutigen Hochland von Iran lag. Im 4. Jahrhundert vor Christus eroberte der Grieche Alexander der Große nicht nur Anatolien, sondern auch das gesamte Perserreich, und zwar in einem einzigen ununterbrochenen Feldzug,
welche nur 13 Jahre dauerte, nämlich von 336 bis 323 vor Christus. Seinem siegreichen Heer fiel auch Persepolis zum Opfer. Er ließ die Stadt niederbrennen und den Erdboden gleich machen. Zu gefährlich erschien es ihm, das Herz des persischen Großreiches weiter schwer zu lassen. Da Alexander noch auf diesem Feldzug im Alter von 30 Jahren verstarb und keinen Nachfolger hinterließ, teilten seine Generäle die eroberten Gebiete unter sich auf. Der gesamte östliche Teil bis zum Euphrat fiel dem General Seleukos zu. Da sich aber die Generäle nicht einig wurden, gab es Krieg, die sogenannten Diadochenkämpfe. Und Seleukos nahm sich schließlich auch Anatolien. Schon ein Jahrhundert später sieht die geopolitische Karte wieder anders aus. Nun wird die Herrschaft der Griechen schrittweise durch jene der Römer abgelöst, wie die grün eingefärbten Gebietsteile auf dieser Karte zeigen. Und diese Karte schließlich zeigt das Römische Reich im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Das Mittelmeer ist zum Mare Nostrum des Römischen Reiches geworden. Dieser Rückblick zeigt, dass in all diesen Epochen in Bezug auf Anatolien gewaltige Veränderungen stattgefunden haben. Und all diese verliefen nicht ohne militärischen Auseinandersetzungen, in welchen die Bewohner von Kappadokien in ihren unterirdischen Fluchtanlagen Schutz gesucht haben. Auf die Bedeutung dieser negativen Höhlenarchitektur, das heißt der Schutzanlagen, werden wir nochmals später zurückkommen, wenn das Thema die arabische Eroberung des Byzantinischen Reiches sein wird. Wir verlassen Kappadokien. Endlich im Bus fallen mir Bilder zum Dolce Far Niente ein, zum Beispiel im Haratal, wo wir über den Bach uns mit Speisen gestärkt haben. Und man kann immer wieder lesen, Kappadokien bedeutet das Land der weißen Pferde. Diese Erklärung stammt aus einer persischen Inschrift, der stellt zur Zeit der achämenidischen Herrschaft über Anatolien. Dieser Ursprung macht mich stutzig, da ich kein Pferd und auch kein weißes zu Gesicht bekommen habe. Dafür Kamele für die Touristen in Göreme. Mehr Sinn macht mir die Herleitung des Namens von dem anatolischen Gott Kepat, Land des Volkes der Kepat. Schon besser, Kepat, Kappadokia. Mehr im Anklang mit der Bezeichnung ist Kappadox, welches der Name des Sohnes des assyrischen Königs Ninus war. So hat es der römische Historiker Plinius der Ältere geschrieben. Und Assyrien hatte um 600 vor Christus Kappadokien tatsächlich besessen. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang, und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Und schnell und unbegreiflich schnell dreht sich umher der Erde Pracht. Es wechselt Paradieses Helle
mit tiefer, schauervoller Nacht. Wow! Wow! Hey! Bonjour, Monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ce néon, je sais quoi. Il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie, regarde son saisie et dit « Moi, bon monsieur, apprenez que tout flatteur vite dépense de celui qui l'écoute. Cette leçon va bien le fromage, son... » Oui. Heute ist der Name Antiochia aus der Landkarte verschwunden. An seiner Stelle befindet sich die türkische Stadt Yalvaç. Und wenn man dann zum Beispiel doch in historischen Karten nach dem Namen Antiochia sucht, stößt man auf eine ganze Menge gleichnamiger Städte. Im Neuen Pauli zum Beispiel sind es nicht weniger als deren 26. Und wer danach googelt, stößt sofort auf Antiochia am Orontes, welches die bedeutendste aller Städte namens Antiochia war. Die Stadt befand sich an der Westküste des Mittelmeeres und wäre heute ebenfalls in der Türkei gelegen. Wenn eine Touristengruppe das Theater alleine für sich hat und Gedichte aufführen kann, wie den Prolog von Goethes Faust Deins oder La Fontaines Gedicht vom Fuchs, der dem Raben nur deshalb schmeichelt, damit dieser den Schnabel öffnet und das Käsestück fallen lässt, dann hält der Besucherstrom sich in Grenzen. Und in der Tat, die weitläufig in der Hügellandschaft verstreuten Ruinen der einstigen Stadt Antiochia ad Psidium bestehen fast ausschließlich aus Steinbruchstücken. Einzig abgesehen von den Straßen natürlich, ist von den Werken, namentlich den Gebäuden, nur das Theater als solches erkennbar. Am Ende der Straße, welche an eben diesem Theater vorbeiführt, gelangt man auf einen weitläufigen Platz, der zum Teil aus dem Felsen herausgehauen worden ist, wo eine Art Hügel steht. Auf diesem kleinen, heute unscheinbar anmutenden Hügel stand einst das wichtigste, alles überragende Gebäude der Stadt, der Tempel des Augustus. Er war in erster Linie zu Ehren des römischen Kaisers Augustus gebaut worden, deshalb der Name. Er war auch der erste Monarch des Römischen Reiches gewesen und hatte von 29 v. Chr. Bis 14 nach Christus regiert. Der Tempel hatte aus zwei Teilen bestanden. Der offene, vordere, säulenbestandene Teil war öffentlich zugänglich gewesen. Dahinter hatte es einen geschlossenen Teil gegeben, die Cella. Zu diesem Teil hatte nur die Priesterschaft Zutritt. Vermutlich war dort der Hauptgott der Römer, Jupiter, gestanden. Diese Vermutung basiert auf anderen gleichartigen Tempeln. Jenen von Pula, Kroatien, gibt es heute immer noch. Mit Jupiter ist auch gesagt, dass der Tempel neben Augustus, der als göttlicher Mensch, als der Erhabene, betitelt und verehrt worden war, eben auch Jupiter geweiht war. Und dass der Tempel diesen beiden gewidmet war, geht aus einer Steininschrift hervor. Besucher dieser zerstörten römischen Stadt ist es schwierig, sich in den Ruinen zurechtzufinden. Man fühlt sich bald orientierungslos, kann kaum etwas mit den herumliegenden Trümmern anfangen. Am besten noch, sich dort auszuruhen, wie unsere türkische Übersetzerin. Ein Blick auf den Stadtplan verschafft Klarheit. Der Tempel befindet sich im Osten der Stadt, und zwar innerhalb eines weitläufigen, säulenbestandenen, prächtigen Innenhofs. Diese Steine sind die Überreste eines dreifachen Torbogens, welchen man nach einer Treppe auf die Tempelplattform durchschreiten muss, um zum Tempel zu gelangen. Er hatte einen ursprünglich griechischen Namen, Propylon, wurde aber auch Augustusbogen genannt.
Das Propylon bildete den Ein- und Ausgang zur Tempelplattform und war gleichzeitig das Ende der Zufahrtsstraße zum Tempel. Das ganze Ensemble bildete den Tempelkomplex und entfaltete eine große Pracht. Es war das Herz von Antiochia. Er war mit Ausnahme der Cella öffentlich zugänglich, nicht nur für die Stadtbevölkerung. Zu den religiösen und weltlichen Festen strömten auch Besucher aus der ganzen Umgebung herbei. Da es sich vielfach um arme Bauern handelte, bot ihnen die Stadt freie Kost und Logis. Dazu waren die zweistöckigen Säulengänge im Tempelkomplex da. Diese wunderbare dreidimensionale virtuelle Rekonstruktion von Antiochia ad Psidium ist das Werk der University of Michigan in Ann Arbor, USA. 1. und 2. Jahrhundert nach Christus und hat dort versucht, eine Staatsreligion mit zu begründen, weil dadurch wurden natürlich die Städte in die Loyalität geführt zum Gesamtreich und nicht nur den Lokalgottheiten, sondern das ist sehr wichtig für den Zusammenhalt des Reiches als Ganzes. Der Augustustempel verkörperte mit Jupiter die römische Staatsreligion, wie Christian Rudishauser erklärt. Aber nicht nur das, sondern im Tempel wurden auch die lokalen Gottheiten verehrt. Der Augustustempel war nämlich nicht ein eigentlicher Jupitertempel, wie zum Beispiel jener auf dem Forum Romanum. Und die Augustustempel waren immer reich verziert, nicht nur mit den eleganten Säulen, sondern auch oberhalb mit den Friesen. So zum Beispiel in Split. Und so war es auch in Antiochia. Da gab es nicht nur Blumen mit üppigem Blätterwerk, sondern zwar auch prächtiges Werk, aber daraus schlüpft eine Göttin, die ihrerseits geschmückt ist mit einer Krone und mit einer darüber runden Scheibe. Dabei handelt es sich um eine lokale Göttin und auch ihr ist der imperiale Tempel geweiht. Das steht zwar nicht so auf der bereits erwähnten Steininschrift, sondern dort ist vom Genius der Kolonie, das heißt dem Geist der Kolonie, die Rede. Und zu diesem Genius gehören eben die lokalen Götter bzw. Göttinnen. Und in dieser Inschrift kann Men oder Kybele zum Beispiel gemeint sein. Neben Darstellungen von Blumen und Göttinnen wurden in Antiochia auch solche von Stierköpfen gefunden, und zwar blumengeschmückten. Diese wird dem Tempelfriesband zugeordnet, was ein Hinweis auf die Tieropfer ist, die hier in rituellen Schlachten dem göttlichen Kaiser, Jupiter und anderen Göttinnen bei großen Festanlässen dargebracht worden sind. Der in Antiochia in diesem Tempelkomplex verehrte Kaiser Augustus hatte sich schon zu Lebzeiten in Rom eine Grabstätte errichten lassen, sein Mausoleum. Ebenfalls vor seinem Tod hatte er seine kaiserlichen Leistungen aufgelistet, und zwar auf Pergamentrollen, welche er im Tempel der Vesta in Rom aufbewahren ließ. Nach seinem Ableben wurde sein Tatenbericht im Senat verlesen und sein Nachfolger Tiberius ließ den Inhalt dieses kaiserlichen Lobliedes, der sogenannten Res Geste, nicht nur am Mausoleum, sondern überall im Reich anbringen. Normalerweise mit Tafeln an gut sichtbaren Wänden. Es war eine Sensation, als hier in Antiochia 270 Steinstücke gefunden wurden, die nach ihrer Zusammensetzung genau dieses Vermächtnis enthalten. Die beiden anderen Fundstücke befinden sich in Ankara und Apollonia. Diese Stadt befand sich unweit von Antiochia. Der Plan ist Antiochia rechts rot markiert und Apollonia links. Wo waren die Res Geste, von denen es weltweit nur noch deren drei gibt und eines davon in Antiochia angebracht worden? Sicherlich im Tempelkomplex, weil dieser selbst dem göttlichen Kaiser Augustus gewidmet war. Aber wo genau? Die Antwort findet sich im Propylon,
dem Augustusbogen und dem Eingang zum Tempel. Einerseits wurden Ziersteine gefunden, deren Thema auf die glorreiche kaiserliche Politik, vor allem auch dessen Kriegspolitik, hinweisen. Da gab es Darstellungen von Gefangenen, die gefesselt und nackt vor den Siegern knien. Gefangene machen nur die Sieger, weshalb die militärischen Siege gefeiert und für die Nachwelt in Stein gemeißelt wurden. Der Steinbock galt als Glücksbringer, als Symbol der Pax Augustea. Augustus war es gewesen, der den 100-jährigen Bürgerkrieg beendet und so das Reich befriedet hatte. Die Tatsache, dass sogar die lokale Gottheit Men hier als Kriegerin dargestellt wird, weist ebenfalls auf Kampf hin. Die Res Gestae, der kaiserliche Tatenbericht, waren aber nicht nur am dreibogigen Tor deshalb angebracht, weil sich oben die Taten als Bildergalerie spiegelten, sondern auch aus dem Grund, weil hier jedermann vorbeiging und den Bericht, der auf Augenhöhe in eine Säule eingearbeitet war, lesen konnte. Dass das römische Theater relativ gut erhalten ist, hat wohl damit zu tun, dass ein Stadthügel nicht, wie beim Tempel, abgetragen, sondern im Gegenteil stehen gelassen und für die Zuschauertribüne genutzt wurde. So musste für diese, die Cavea, kein Fundament erstellt werden. Das Theater befand sich an der Ost-West-Hauptachse der Stadt, am sogenannten Decumanus Maximus, der Shoppingmeile, da es dort unter anderem auch Verkaufsstände gegeben hatte. Das Theater war groß, bot es doch 12.000 bis 15.000 Zuschauern Platz. Darin wurden Theaterstücke aufgeführt, unter anderem auch musikalisch begleitet, weil es neben der Bühne auch einen Orchesterplatz gab. Auf der Karte ist dieser mit der Ziffer 3 gekennzeichnet. Neben den Steinen mit dem Thema Maske waren sogar Masken der Schauspieler gefunden worden. Dass aber nicht nur Theater und Musikdarbietungen aufgeführt worden sind, sondern auch Gladiatorenkämpfe, sogar mit Tieren, zeigt dieser aus dem Stein gehauene Löwenkopf. Auch das Theater war sonst reich verziert, wie diese Blumengewinde um die Köpfe herum und auch der Mosaikboden, der bis heute erhalten geblieben ist, beweisen. Da bisher in Antiochia kein eigentlicher Regierungsviertel ausgemacht wurde, obwohl die Stadt 295 Hauptstadt der neuen Provinz Pisidien wurde, fanden die politischen Versammlungen wohl auch im Theater statt, wobei es auch Stimmen gibt, wonach neben dem Theater sich die sogenannte Agora, ein öffentlicher Versammlungsplatz, befunden haben könnte. Wenn man vom Tempelkomplex auf der Nord-Süd-Achse stadtauswärts geht, befindet man sich auf dem Cardo Maximus. Das war damals neben dem Decumanus Maximus die zweite Shoppingmeile der Stadt, die auf beiden Seiten von Säulen gesäumt war. Die Beispiele von Jerash, Jordanien, Apamea in Syrien und auch in Jerusalem geben einen Eindruck, wie es auf dieser Straße ausgesehen hat. Am Ende der Straße, am Stadtrand, versperrte ein großes, reich verziertes Brunnenhaus, das sogenannte Nymphäum, den Weg. Dieses bestand aus einem Becken von 27 x 7 Meter und war 1,5 Meter tief. Die Grundsteine dieses Beckens sind heute die einzigen Überreste des Nymphäums, die ausgegraben worden sind. Vermutet wird aufgrund von magnetometrischen Messungen daneben noch ein Becken, das als Reservoir diente. Der Prachtbrunnen hatte auf drei Seiten 9 Meter in die Höhe ragende Fassaden. Gespeist wurde er von einem oberirdischen Wasserleitungssystem. Diese ein- und manchmal sogar zweistöckigen Aquädukte, die 5 bis 7 Meter hoch waren,
waren circa 11 Kilometer lang und fassten das Wasser einer Quelle in Sultandage Bergen in 1455 Meter über Meer. Die Stadt selbst liegt auf 1178 Meter, was bedeutet, dass ein Gefälle von 287 Metern bestand. Das hatte auch zur Folge, dass die Geschwindigkeit und die Kraft des herabschießenden Wassers durch Zwischenbecken gedämpft werden mussten, zumal das Gefälle 2,6% ausmachte. Pro Tag ergossen sich so 3000 Kubikmeter Wasser in die Stadt und nur der geringste Teil füllte das Becken des Nymphäums. Der größte Teil wurde in die Stadthäuser weitergeleitet. Die Aquädukte waren eine Meisterleistung der Ingenieurkunst und waren auch Ausdruck des Reichtums der Stadt. Bis zum Bau dieser Aquädukte im ersten Jahrhundert nach Christus hatte die Stadt schon einige hundert Jahre bestanden. Da sie damals an einem Fluss lag, dem Antus River, ist anzunehmen, dass die Wasserversorgung von dort erfolgte. Wobei das äußerst mühsam gewesen sein musste, denn damals hatte der Fluss am Rand der Stadt, und zwar in einem Graben gelegen. Heute ist dieser Fluss in den Karten gar nicht mehr auffindbar. Der Brunnen selbst war, wie erwähnt, reich verziert. Der Name Nymphäum stammt von Nymphe. Nymphe waren griechische Nebengöttinnen, welche mit dem Geist der Natur assoziiert wurden. Heute kann ein solcher, und zwar äußerst prachtvoller Nymphäenbrunnen in Sagalassos, der mit Antiochia ad Psidium wetteifernden Stadt in der Nähe, bewundert werden. Das Ruinenfeld von Antiochia ad Psidium betritt man im Normalfall vom Westen her. Da stößt man auf vier Sockelsteine, die quer über die Straße in einer Linie verteilt sind. Das sind die Überreste des Triumphbogens, der Kaiser Hadrian und seiner Gattin Sabina gewidmet worden ist. Im Gegensatz zu Augustus, so geht man davon aus, hatte Hadrian auf seinen drei Kleinasienreisen auch einmal diese Stadt besucht, und zwar 129 nach Christus. Obwohl er der 13. Kaiser nach Augustus war, widmete die Stadt ihm dieses prachtvolle Denkmal, nicht nur um seinen Besuch zu krönen, sondern auch um seine mit Augustus vergleichbare Stellung zu untermauern. Er nannte sich schließlich auch Hadrianus Augustus. Davon profitierte auch das Prestige der Stadt selbst, denn sie befand sich in großer Konkurrenz zu anderen römischen Städten in Kleinasien und an erster Stelle mit dem nicht weit entfernten Sagalassos. Das Tor war ebenso reich verziert wie der Augustusbogen im Tempelbezirk und mit ähnlichen Motiven. So gab es im Hadriansfries ein Seepferd, am Titusbogen war es das Steinbockmotiv. Oder für Hadrian eine nackte Figur mit Trauben- und Blumengebinden, fast deckungsgleich so für Augustus. Beide Mal verkörperten sie den Genius, den Geist der Stadt. Schließlich ein knienender Gefangener, bei Hadrian ist nur das Bein bis zum Knie erhalten, im Gegensatz zum Augustusbogen, wo die Figur vollständig ist. Krieg war zwar nicht das Thema von Hadrian, da er auf eine weitere Expansion des Reiches, das seine maximale Ausdehnung bereits erreicht hatte, verzichtete. Eine Ausnahme war die Niederschlagung des jüdischen Aufstandes, wo Gefangene gemacht worden sein dürften. Dass im Hadrianfries Meeresgötter, welche in einer Hand ein Ruder halten und mit der anderen den Helm einer Kriegsbeute berühren, vorkommen, unterscheidet sich auch nicht vom Augustusbogen, hatte das Römische Reich ja ein eigenes Meer. Doch symbolisiert der gefundene Delfinkopf das Thema Wasser auf eine andere, vergnüglichere Weise. Die Archäologen haben nicht nur Einzelstücke des Bogens zum Vorschein gebracht, sondern auch Reste eines kaskadenartigen Wasserlaufes mitten im kurzen Zugang zum Decumanus Maximus.
Dieser Wasserlauf endete kurz vor dem Tor in einem halbkreisförmigen Brunnen. Der Decumanus Maximus, dem Namen nach die Ost-West-Achse des Koordinatensystems und im römischen Stadtbau die Ost-West-Achse, war neben dem Cardo Maximus die Prachts- und Einkaufsstraße. Reste der Stände am rechten Straßenrand sind heute noch erhalten. Wie prachtvoll die 400 Meter lange Straße mit den Säulen am Rande ausgesehen hat, konnte man bis vor wenigen Jahren noch in Palmyra bewundern. Die fanatischen Mörderbanden des syrischen IS haben nun den größten Teil zerstört. Wie anmutig es gewesen sein muss, entlang des plätschernden Kaskadenwasserlaufs nach dem Eintritt in die Stadt durch das Adrianstor bis zum Decumanus Maximus zu spazieren, kann man sich lebhaft vorstellen, ob es da wirklich Delfine gegeben hat oder ob diese anmutigen Meerestiere ein Wunschtraum der Römer gewesen waren. Who knows? Wie bereits erwähnt, gab es eine Vielzahl von griechisch-römischen Städten mit dem Namen Antiochia. Aber es gab auch mehrere seleukidische Herrscher mit dem Namen Antiochos, sodass man davon ausgeht, dass der erste davon die Stadt Ende 4. Anfangs 3. Jahrhundert vor Christus gegründet hat. Im Jahre 25 vor Christus übernahmen sie die Römer. Sie siedelten dort ausgemusterte Soldaten, Kriegsveteranen der 5. und 7. Legion an, zwischen 3000 bis 6000 an der Zahl. Deshalb erhielt sie nun den Namen Colonia Caesarea Antiochia, Caesarea, weil sie direkt dem Kaiser Augustus unterstellt war. Die Stadt war militärisch wichtig, eine Frontstadt in einem unsicheren Grenzgebiet, weil verschiedene einheimische Stämme, die sogenannten Berkiliker, unter ihnen die Homonadenser, immer wieder die römischen Städte angriffen. Antiochia lag an einer strategisch günstigen Lage, auf einem Hochplateau an der Westflanke der Sultan-Berkette oder Türkisch-Sultan-Dai. Sie war bereits an das bestehende Straßensystem in Richtung Westen und Osten angeschlossen. Nachdem der Patrizier Publius Sulpicius Quirinus im Auftrag von Kaiser Augustus diese Stämme militärisch besiegt hatte, erweiterten die Römer ihr Straßensystem mit der sogenannten Via Sebaste, einer wichtigen Militärstraße, da sie im Osten zur Kilikischen Pforte führte, dem wichtigsten Übergang durch das Taurusgebirge und damit für den Zugang nach Palästina, Syrien, Mesopotamien und so weiter. Der Hauptgrund, weshalb Christian Ruttishauser Antiochia ad Pisidium als Station der Bildungsreise ausgewählt hat, sind diese Ruinen. Abgesehen von den markanten sechseckigen Mauerresten ist nicht erkennbar, von was diese Trümmerreste stammen. Wenn man aber, wie dies Christian Ruttishauser tut, in der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 13 und Verse 40 bis 52 nachliest, dann wird von der Reise des Apostels Paulus hierher nach Antiochia in Pisidia berichtet. Nur 3 bis 4 Jahre nach seiner als dramatisch geschilderten Konversion vom Juden zum Christentum unternahm er seine erste Missionsreise. Nicht nur das, nach so kurzer Zeit wurde er zum führenden Theologen in der ersten formativen Phase des Christentums. Als römischer Bürger, geboren in Kleinasien in Tarsus, zog es ihn ins Herz des Römischen Reiches, das heißt Richtung Rom. Und Kleinasien liegt auf dem Weg nach Rom und dort gab es damals viele jüdische Gemeinden. Nach Antiochia ad Pisidium kam er auf der Via Sebaste auf Vermittlung von höchster Stelle, nämlich des Prokonsuls Sergius Paulus, der in Zypern tätig war, aber in Antiochien Immobilien besaß. Auch in Antiochien besuchte er zusammen mit Barnabas den jüdischen Gottesdienst. Als er die Gelegenheit zu einer Grußbotschaft erhielt, war ihm bewusst, dass er einen Balanceakt unternehmen musste
nämlich das Alte Testament mit dem Neuen zu verbinden. Er knüpfte mit einem kurzen Abriss der Geschichte an die Identität des jüdischen Volkes an, um dann Jesus als der von den jüdischen Propheten verheißene Prophet vorzustellen. Die Themen, die Paulus ansprach, der Kreuzestod, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung, die göttliche Natur von Jesus, stellte er einerseits als Kontinuum der jüdischen Geschichte dar, andererseits brachte er das Neue auf das Tapet, nämlich die Öffnung des jüdischen Glaubens für die gesamte Menschheit, die Andersartigkeit von Jesus gegenüber den früheren Propheten und Gesandten Gottes. Seine Grußbotschaft, die zu einer Missionspredigt wurde, sprach sich sofort herum, führte ihm neue Gläubige hinzu, spaltete aber die jüdische Gemeinde, denn Orthodoxe vertrieben ihn dann aus Antiochia. Dass er später, bevor er schließlich in Rom geköpft wurde, nochmals zurückkehrte, hing wohl damit zusammen, dass an Antiochia ad Pisidium als Verkehrsknotenpunkt kein Weg vorbeiführte. Mit der Christianisierung von Kleinasien wurden in Antiochia drei Kirchen gebaut. Die Central Church gegenüber dem Augustus-Tempelkomplex, die nördliche Kirche beim Nymphäum und die westliche Kirche. Diese wird seit kurzem als Paulskirche bzw. Paulsbasilika bezeichnet. In Kleinasien konnten nur zwei frühchristliche Kirchen datiert werden. Diese, weil eine Stiftungswidmung von Bischof Optimus Eutychianus gefunden wurde. Er war ca. 374 bis 384 Bischof von Antiochien. Später, im 5. und 6. Jahrhundert, wurde sie erweitert und maß 27 x 71 Meter. Es war eine der frühesten und größten Basiliken in Kleinasien und Sitz des Bistums. Neben der Kirche selbst gab es Annexbauten wie ein Refektorium. Dass es eine stattliche Kirche war, ergibt sich aus dem Mosaikboden, welcher das Hauptschiff bedeckte. Da gab es Motive wie den Salomonknoten und den Pfauen. Die Namensgebung Paulskirche oder Paulsbasilikum stammt vom türkischen Archäologen Taschalan. Es gibt keinen historischen Beweis, dass die Kirche Paul gewidmet wurde, noch dass sie anstelle der in der Apostelgeschichte erwähnten Synagoge gebaut worden war. Im Taufbecken ist lediglich sein Name eingraviert. Für die Namensgebung war wohl auch ausschlaggebend, dass diese Basilika die größte der drei Stadtkirchen war. War 1833, als Lord F.V.I. Arundel, ein englischer Adliger, die versunkene Stadt Antiochia ad Pisidium wieder entdeckte. Die ersten Ausgrabungen unternahm allerdings erst Sir William Ramsay aus Edinburgh, dies in der Zeit von 1912 bis 1914. Er vermaß gleichsam Kleinasien, dies unter anderem in seinem Buch Historische Geographie von Kleinasien. Die nächste Ausgrabungsetappe brach erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder an, nämlich 1924. Nun nahm die University of Michigan in Ann Arbor das Heft in die Hand. In dieser Universität, dem Kelsey Museum of Archaeology, werden viele Fundstücke aufbewahrt, unter anderem die Puzzleteile der Res Geste. Den Namen hat das Museum von Professor Francis Kelsey, der an den Ausgrabungen teilnahm. Es ist eines der führenden Museen zur römisch-byzantinischen Epoche. Erfreulich ist, dass es auch türkische Archäologen gab und gibt, welche weitere Ausgrabungen vorgenommen haben und das immer noch tun. Alle wurden Direktoren des Museums von Yalvaç. Es waren Mehmet Taşdalan, Ünal Demirer und Ali Harvankaya. Ihr Interesse an der römischen Vergangenheit ist bemerkenswert, zumal türkische Akademiker mit den gleichen Interessen oft ihre Karriere riskieren,
wie uns unsere Dolmetscherin erklärt hat. Der Weg zu unserem nächsten archäologischen Ziel Hierapolis ist wieder lang. An einem See reicht es nur zum Picknick. Die Archäologen der University of Michigan haben die bisherigen Ausgrabungen, sozusagen die zweite Geburt von Antiochia Pisidium, als Building a New Rome bezeichnet. Immerhin, die Kolonistensiedlung avancierte 295 zur Hauptstadt der neu gegründeten römischen Provinz Pisidien. In dieser Eigenschaft hatte sie wohl auch Verwaltungsgebäude, aber davon wurde bisher noch nichts gefunden. Ausgegraben wurde in der Nähe der Northern Church ein Gebäude, das gemeinhin als Badeanstalt gedeutet wird. Es gibt aber Zweifel daran. Vielleicht war es ja ein Verwaltungsgebäude. Was wir nicht besucht haben, ist eine weitere Tempelstadt, jene der kleinasiatischen Gottheit Men Askenos. Die Pax Romana beließ den Eroberten ihre Gottheiten, so auch diesen Tempelkomplex, der eine Art autonome Enklave in dieser römischen Provinz war. Ob dieser Respekt die aufständischen Stämme eher davon abgehalten hatte, Antiochia anzugreifen oder nicht, das bleibt ein Geheimnis.